Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wir sind beim letzten Mal ins dritte Kapitel übergegangen. Oh, das sieht gerade sehr cool aus hier mit der Barriere. Und das hat sich so geäußert, dass wir endlich alle Zutaten für die Beschwörung des Schläfers zusammengebracht haben. Also den Fokusstein von da oben von der Klippe. Die Eier der Minecrawler. Oder der Minecrawler-Königin. Auf jeden Fall Minecrawler-Eier aus der alten Mine. Und dann letztendlich den Almanach, wo dann die Beschwörungsformel drin stand. Tja, und wir haben dieser Zeremonie beigewohnt und hatten eine Vision, wie alle anderen auch hier, die uns gezeigt hat, dass irgendwo irgendwas mit einem Ork ist. Ja, und Iberion ist dabei zusammengebrochen. Ich kann mal da hochgehen, dann sieht man das nochmal, dass der da jetzt liegt. Tja, und irgendwie ist, glaube ich, nicht so wirklich das passiert, was die Leute sich hier erhofft haben. Tja, ist ein bisschen doof. Ja, wir können Iberion jetzt auch nicht mehr ansprechen, der liegt halt da. Man sieht, die Lebensenergie ist fast auf Null. Oder im Grunde ist sie auf Null. Also er ist noch nicht tot. Man sieht, er atmet noch ein bisschen. Aber tja, was nun? Ich würde sagen, wir reden mal mit Kor'Kalom und Kor'Anga und fragen die mal, was die davon halten. Was willst du? Ach ja, Kor'Kalom hat erst überhaupt nichts dazu zu sagen. Dem ist das scheißegal. Na gut, vielleicht hat Kor'Anga ja was zu sagen. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Tja, Iberion ist ja gerade sogar ein bisschen aufgewacht. Aber das ist nur ein Bug des Spiels. Das passiert halt irgendwie ab und zu mal. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Ach ja, der gute Talas mal wieder. Ah, naja, er hat uns ja zumindest beim letzten Mal auch an den richtigen Ort geführt. Also das kann er zumindest. Bloß wir dürfen wahrscheinlich keine weitere Hilfe von ihm erwarten. So, was haben wir denn für einen Ring bekommen? Flammenschutzring hatten wir vorher schon. Also muss es der Ring der Holzhaut sein. Ah, Schutz vor Pfeilen 5. Das werde ich, glaube ich, nicht benutzen. Aber ist ja nicht so schlimm. Zur Not können wir ihn verkaufen. Ja, Talas ist immer noch hier auf dem Tempelvorplatz. Aber ich möchte erstmal woanders hingehen, denn es ist ja jetzt ein neues Kapitel. Und das bedeutet, dass wir neue Ausrüstung kaufen können, also neue Waffen. Wobei ich dann einmal kurz gucken möchte, wie viel Schaden unser Schwert macht. 42, okay. Denn ein schlechteres zu kaufen lohnt sich ja nicht. Und eventuell kriegen wir auch neue Runen. Also das möchte ich kurz mal anschauen. Deswegen werde ich wohl auch erstmal in die anderen Lager gehen. Also das alte Lager und das neue Lager. Denn da finden wir dann vielleicht auch bessere Ausrüstung. Also es gibt ja unterschiedliche Waffenangebote auf jeden Fall. Da kann ich auch erstmal gucken, in welchem Lager überhaupt die besten jetzt angeboten werden in diesem Kapitel. Denn das weiß ich nicht auswendig. Und Runen dürfte es sowieso verschiedene geben. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, lass mal sehen. Oh, so viel Erz. Vielleicht sollten wir dir mal unser Zeug andrehen. So, was haben wir denn da? Knüppel, ich glaube, ich muss ganz runter scrollen. Grobes Schwert, ja, wir haben ihm schon ordentlich was verkauft. Oha. Ja, das sieht doch schon mal gut aus hier. Orkhammer, die machen ordentlich Schaden. Götterhammer. Ja, das scheint momentan der stärkste zu sein, der Götterhammer.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch momentan die stärkste Waffe in diesem Kapitel ist. Also merken wir uns mal, dass der 52 Schaden macht. Und wir gucken erstmal bei den anderen Lagern vorbei, was die so im Angebot haben. Aber jetzt möchte ich erstmal schauen, dass ich dem hier noch so ein bisschen was von meinem Zeug andrehe und dafür sein Erz mitnehme. Dann fangen wir einfach ganz vorne an bei den Waffen. Ja, hier die ganzen Streitkolben von den Goblins, die kann er ja ruhig haben. Die ganzen Bolzen und Pfeile, die soll er auch sich jetzt erstmal nehmen. Rüstung, wie gesagt, die möchte ich gerne behalten. Haben wir da eigentlich Butlerhose? Ja, die leichte Butlerhose haben wir nie gekauft, aber wir hatten stattdessen ja die Schürfer-Klamotten. Schattenkluft, Schattenrüstung. Ja, und wir können auch mal gucken, ob wir jetzt im neuen Kapitel die hohe Robe des Feuers erwerben dürfen. Das ist interessant. Feuerball, ja gut, die Schriftrolle können wir verkaufen, denn die Rune davon haben wir ja. Windfaust habe ich gar nicht ausgerüstet. Ja. So, in der Holzhaut. Ja, ich behalte ihn erstmal. Man weiß ja nie. Essen muss ich jetzt nicht weiter gucken, Tränke auch nicht. Schriften, verschiedenes. Ja, die Minecrawler-Eier kannst du ruhig haben. Die Krugschüsse hier, dieses ganze Kleinzeug. Das braucht doch kein Mensch. Die ganzen Becher. Die Laute behalte ich erstmal. Vielleicht will ich ja nochmal spielen. Das Gras möchte ich eigentlich auch behalten. Es hat zwar irgendwie überhaupt keinen Sinn, es zu behalten, aber egal. Guckt euch das mal an, wie viel Geld allein durch die ganzen Jagdtrophäen rumkommt. Die Fackeln behalte ich auch erstmal. Wir haben zwar den Lichtzauber, aber manchmal ist es doch irgendwie angenehmer, so eine Fackel zu haben, die nicht nach kurzer Zeit wieder ausgeht. Oh, ist auch nicht was rumgekommen hier. 2200 Erz? Das ist eine ordentliche Summe. Ich glaube, wir haben für den Rest des Spiels ausgesorgt, was hier die Finanzen angeht. Ich wünschte, es gäbe irgendwie so einen Ausgleichen-Knopf. Oh, ich sehe gerade, da mein Mauszeiger wird angezeigt. Ist das jetzt nur im Handelsbildschirm? Wird das aufgenommen? Ich hoffe ja nicht. Moment, das muss ich mir gleich mal angucken. Ich mache jetzt erstmal hier den Tausch fertig. Ja, ein bisschen noch. 2200. Das ist eine ordentliche Summe. So. Ende. So, der ist tatsächlich der war aber nicht vorher da, der Mauszeiger, oder? Also ich weiß jetzt auch nicht, ob der in der Aufnahme zu sehen ist. Deswegen mache ich mal kurz aus und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Ja, wie es aussieht, war der Mauszeiger auf der Aufnahme nicht zu sehen. Also habt ihr ihn jetzt im Video auch nicht mitbekommen, aber mich hat er halt gestört, da er auch relativ groß war und mitten im Zentrum des Bildschirms. Ich konnte ihn auch nicht wegbewegen. Aber ist ja nicht so schlimm. So, gucken wir mal, was Baal-Kadar so im Angebot hat. Ich könnte natürlich mehr Mana lernen, aber ich möchte Schriften über Magie erwerben. Das gucke ich mir nochmal an. So, was hast du denn Schönes? Die Blutfliegen, ja, das hatten wir immer noch. Schon, wie auch immer. 2 Minuten Sprinten, Trank der Schnelligkeit. Vielleicht hole ich mir davon ein paar. 36 mal Trank der Geschwindigkeit. Vor allem, der Trank der Geschwindigkeit kostet 100 Erz und der Trank der Schnelligkeit kostet auch 100 Erz. Aber der hat eine doppelt so lange Dauer wie der Trank der Geschwindigkeit. Es lohnt sich also überhaupt nicht, den zu holen. Oha, was haben wir denn hier? Ring der Unbezwingbarkeit. Schutz vor Magie 1, Schutz vor Feuer 3 und Schutz vor Pfeilen und Waffen 5. Das ist ziemlich cool. Aber wir haben halt immer noch die Stärke auf unseren Ringen drauf. Die möchte ich noch nicht abgeben. Da muss ich nachdenken, ob ich den haben möchte. So, was haben wir hier sonst noch? Runen. Telekinese. Ja, das ist doch ein Zauber, den wir noch nicht haben. Aus dem dritten Kreis. Mana pro Sekunde 1. Und ein Aufrechterhaltungszauber. Das ist schon mal interessant. Schlaf haben wir auch noch nicht. Freundlich stimmen. Das ist doch spannend. Da werden wir unser hart verdientes Erz sofort wieder los. So, na gut. Der Rest sind irgendwelche Waffen, die wir eben mal verkauft haben. Dann würde ich sagen, einfach der Vollständigkeit halber, nehmen wir mal alle Runen mit. Oh, jetzt bin ich hier zwischen die Schriftrollen gesprungen. Warum das denn? Windfaust brauchen wir nicht. Schlaf. Die ganze Sortierung ist anders. Es waren 3 Runen. Es waren, genau, freundlich Stimmen fehlte noch. Sehr, sehr, sehr seltsam. So. Gehen wir im Erz. Ja gut, den Rest haben wir ja schon an den Schmied abgegeben, außer ich möchte jetzt hier irgendwie gebratenes Fleisch loswerden oder so. Na, den Wein könnten wir noch verkaufen, der bringt uns sowieso nichts.
jetzt einfach mal. Was weg ist, ist weg. Das ganze Bier brauchen wir auch nicht. Ja, vielleicht behalte ich mal so ein bisschen davon. Ja, zwei Bier, irgendwie 4 Flaschen Reisschnaps. Dann können wir uns auch hier nochmal 6 von den Weinflaschen behalten. Ist das eine schön gerade Zahl, die wir ihm gegeben haben. Starkbier haben wir sogar noch. Genau, so. Oh Gott, wie das allein schon wieder 1460 Erz sind, nur durch den Alkohol. Das ist ein bisschen krank. Es ist unglaublich, was man da teilweise in seinem Inventar für Reichtümer mit herumschleppt, ohne das wirklich zu merken. Also ich wette, wenn ich mein gesamtes Essen verkaufen würde, würde da ordentlich was zusammenkommen. Das ist zwar individuell nicht so wirklich viel wert, aber das läppert sich dann. Weil ich meine, allein das gebratene Fleisch, 100 gebratenes Fleisch wären 800 wert. Das ist dreimal so viel, also 1600, 2400, 2400 Erz, nochmal die Hälfte da drauf. Also dann wären wir bei 2800 Erz, alleine durch das gebratene Fleisch hier. Das ist schon cool. Naja, egal, wir geben ihm erstmal das Zeug hier. Und dann gucken wir uns die Runen doch mal an. Ich speichere jetzt nochmal, dann kann ich sie in aller Ruhe ausprobieren. Na, wir erinnern uns noch das letzte Mal, als ich hier die Windfaust ausprobiert habe, was das für ein Desaster gegeben hat. So, Magie. Freundlich stimmen. Schlaf, Telekinese. Langsam, langsam, du hast gewonnen. So, was haben wir denn hier? Schlaf. Ja, Schlaf haben wir schon mal gesehen von der Schriftrolle. Ich möchte das jetzt nur nochmal mit der Rune ausprobieren. Jetzt müssten wir zum Beispiel Balkadar in den Schlaf versetzen können. Das funktioniert sogar. Perfekt. Ich habe zwar keine Ahnung, was das tatsächlich für praktischen Nutzen haben könnte im Spiel. Außer natürlich, ich möchte irgendwen ausrauben, aber das ist so weit jetzt im Verlauf des Spiels auch nicht mehr so das Ding. Freundlich stimmen könnte natürlich passieren. Aber da könnte natürlich nützlich sein, wenn wir irgendwen dann tatsächlich angegriffen haben. Irgendwen einfach. Und das bringt natürlich hier nichts, weil uns hier alle angreifen irgendwie. So, Schlaf, Telekinese. Ja, ich schätze mal, Telekinese müssen wir auf den Gegenstand anwenden. Ich hoffe, wir finden hier eben einen. Aber ich glaube, das wird eher problematisch. Ist hier unten in der Schmiede irgendwas, was ich mir gerade greifen kann mit der Telekinese? Ich höre nicht mehr auf das. Nee, hier ist nix. Nix? Erstmal an. Ich überlege gerade, ob ich Items aus dem Inventar abwerfen kann, weil mir fällt gerade nicht ein, wie ich das machen sollte. Ne, hier ist überhaupt nichts. Gar nichts. Na gut, dann müssen wir Telekinese ein andermal ausprobieren. Und freundlich stimmen, ja gut, hier sind mir zu viele Leute. Deswegen lade ich das jetzt einfach nochmal. Und... Wobei, eigentlich habe ich ja nur Mana verbraucht. So schlimm war das ja gar nicht. Es hat sich niemand beschwert, dass ich Balkadar in Schlaf versetzt habe. Nun gut. Ach komm, ich kaufe mir jetzt noch ein paar Geschwindigkeitstränke hier. Beziehungsweise Tränke der Schnelligkeit. Schriften über Magie. So, wo haben wir die denn? Oh, guck dich das auch mal an, wie viele Mana-Tränke und so er hat. Und die sind nur alle 25, also Essenz magische Energie ist nur 25 Erz wert. Das heißt, da könnte man sich mal bei Gelegenheit, wenn ich denn so weit bin, dass ich mehr Magie benutze, wenn ich da irgendwelche sinnvollen Zauber habe, können wir uns mal hier ein bisschen damit aufstocken. So, erstmal Trank der Schnelligkeit. 600 Erz. Kriegen wir das zusammen? Kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Ich will die ganze Zeit gucken, ob ich noch irgendwas habe, was ich denn verkaufen kann, aber das habe ich ja alles schon gegen Erz getauscht. So ein Mist. Ich handle eigentlich lieber mit Gegenständen als mit Erz. Ich bin da so ein bisschen wie Dagobert Duck, der irgendwie so seinen Erzspeicher anlegt und überhaupt nicht mit sich mit anderen Leuten teilen will und sehr knauserig ist. Und Gegenstände können wir ruhig haben, aber Erz niemals. So. Ich glaube, den Trank der Geschwindigkeit hatte ich auch schon mal gezeigt. Oder vielleicht sogar hätte mir nicht sogar schon einen Trank, der 3 Minuten halten sollte. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall nutzen wir den Trank jetzt erstmal, um ins alte Lager zu sprinten.
Oder gehen wir direkt ins neue Lager und dann ins alte Lager auf dem Rückweg? Wobei eigentlich ist das gerade doof, was ich mache. Ich hätte... Moment. Ich lade nochmal, weil ich den Trank der Geschwindigkeit nicht verschwenden möchte. Ja, ich weiß, es ist jetzt für euch vielleicht gerade etwas nervig, aber ist mir egal. Ich mache das jetzt so, wie ich das spielen möchte. Natürlich kaufe ich mir nochmal die Tränke der Schnelligkeit. So, ist das Erz da? Wie er da vor allem mit offenem Mund steht. Als ob er noch nie so viel Erz auf einem Haufen gesehen hat. Warst du schon mal im neuen Lager? Die haben da auch einen riesigen Erzhaufen. Vielleicht solltest du dir den mal anschauen. Wenn dich das Erz, was ich hier habe, schon so beeindruckt. Ja, ich bin ja schon weg. So, dann möchte ich jetzt nämlich einmal mit Talas reden. Und mich von ihm schon mal zu dem Ort führen lassen, wo denn dieser Orkfriedhof ist. Damit wir das schon mal wissen. Und von da aus können wir dann die anderen Lager aufsuchen. Ja, ich finde, das ist eine sinnvolle Idee. Da müssen wir nicht erst wieder hier ins... Wobei, wenn der Götterhammer wirklich die stärkste Waffe ist, die wir in diesem Kapitel finden können... Dann müssen wir eventuell doch nochmal hier hin. Oder ich möchte nochmal hier hin. Ach, ich weiß nicht. Wir machen das jetzt einfach. So, Talas. Wir sind's wieder. Hast du uns vermisst? Ja, und wie immer musst du natürlich fertig rauchen. Ist klar. Komm hier. Mach mal hinne. Koh-Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Weißt du, Talas, alles, was ich bei dir höre, ist Mi-Mi-Mi-Mi. Stell dich nicht so an. Du musst ja nicht mal mitkämpfen, du musst uns nur dahin führen. Ich weiß, du willst in aller Ruhe rauchen, aber siehst mal so, du kannst uns dahin führen und dann kannst du dir auf dem Rückweg alle Zeit der Welt lassen. Dann kriegst du nicht mehr eine neue Aufgabe, weil du in der Zeit noch weg bist. Ja, also, wo ist das Problem? Ist doch gut. Ist doch für dich jetzt nicht so das große Problem, nehme ich mal an, oder? Hier. Also stell dich nicht so an. Überhaupt. Ich mache hier die ganze Arbeit. Ich habe hier für dich den Almanach zurückgeholt. Ich meine, gut, du hast mir auch 50 Erz dafür gegeben, weil ich das haben wollte. Aber trotzdem. Stell dir mal vor, du wärst da selber reingegangen. Ja, die Goblins hätten dich in deine Einzelteile zerlegt. Hätten aus deinem Kopf, hier aus deinem Schädel, so ein schönes Trinkgefäß gemacht, ja. Und, keine Ahnung, die anderen Knochen hätte man irgendwie ein Schlagzeug draus machen können oder so. Es ist eine sehr seltsame Idee, aber man könnte ja irgendwie den Oberschenkelknochen oder die Oberschenkelknochen so als Trommelstöckel nehmen und dann den Brustkorb irgendwie drauf rumtrommeln, wie aus einem Xylophon oder so. Xylophon, ja. Ja, eine etwas morbide Idee, ich weiß. Aber ich muss ja hier Talas abschrecken. Der Junge muss doch auch immer irgendwie klarkommen mit dem Leben. Kann doch nicht sein, dass er die ganze Zeit nur im Sumpflager rumhockt und sich eine raucht. Ja, der muss doch irgendwie mal hier ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ein bisschen erwachsen werden, mehr oder weniger. Ich glaube, erwachsen werden ist ja das falsche Wort. Der falsche Ausdruck, oder? Ich weiß es nicht genau. Naja, ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Ich würde gerne wissen, was das für ein Tier war, das dieses Geräusch gemacht hat. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Tja, jetzt wissen wir schon mal, wo der Orkfriedhof zu finden ist, also ganz in der Nähe von der Goblin-Höhle. Das können wir uns auch nochmal kurz auf der Karte angucken. Ja, da geht's so rüber auf eine Klippe, die das Sumpflager überblickt, tatsächlich. Ziemlich spannend. Aber die Brücke möchte ich jetzt erstmal auch nicht überqueren. Vor allem, wie Talas hier den Bogen macht. Anstatt einfach direkt am Fluss lang zu gehen. Nein, er geht erst hier rüber zum Wald. Und biegt dann ab. Naja, egal. Tja. Ja, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, hier mit Monstern sieht es momentan, oder Gegnern allgemein, Tieren, wie auch immer, sieht's ein bisschen mau aus momentan und das liegt daran, dass im dritten Kapitel keine neuen Monster gespawnt werden. Also im zweiten Kapitel wurden ja neue gespawnt. Da, wo irgendwie Orte waren, wo die halt waren. Neue Scavenger, neue Mole Rats, neue Wölfe und so weiter.
Aber im dritten Kapitel ist das eben nicht der Fall. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das in späteren Kapiteln ist. Und ja, es gibt noch mehr Kapitel. So viel soll euch schon mal gespoilert sein. Das Spiel geht noch ein bisschen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau. Ich weiß nicht, wie das da ist mit Monster-Spawns. Ich glaube, da spawnen dann wieder welche, aber jetzt halt im dritten Kapitel nicht. Ist halt so. Passiert. Vielleicht, damit man nicht zu mächtig wird oder so, indem man hier nochmal alles abgrast. Wobei, wenn überall jeweils nur ein Monster spawnt, dann ist das gar nicht so viel Erfahrung. Das reicht dann vielleicht höchstens für ein Level. Das wären dann 10 Lernpunkte, ein bisschen Lebensenergie, die man noch mehr hat. Also so toll. Ich weiß ja nicht. So, wen suchen wir denn zuerst auf? Ich muss mal gucken, ob hier die Leute auf dem Marktplatz draußen sind oder ob die in ihren Hütten schlafen. Wie viel Uhr haben wir denn? 0.33 Uhr, ja, die werden wahrscheinlich schon im Bett sein. Wobei. Ja, doch, bis auf den einen da drüben sind die alle weg. Na, schade. Gattist ist das einfach okay. Dann kann ich mir einfach eine Hütte nehmen. Ich meine, ich bin doch jetzt Feuermagier. Das sollte sich doch theoretisch keiner mehr beschweren, oder? Ja, ich kann einfach in die Hütten reingehen. Jawohl, weil ich so ein hohes Tier im alten Lager bin. Das ist cool. Dass sich jetzt niemand mehr beschwert. So, ein neuer Morgen. Nichts hat sich geändert. So sagen die so schön. Fisk, was hast du denn... Na, was hast du denn im Angebot? Zeig mir deine Ware. So ein bisschen Erz, das interessiert mich gerade eher nicht. Oh, so viele grobe Schwerter wieder. Hallo? Kommen wir dabei zu einem Ende? Ja, ich wollte schon sagen. So, Langschwert Furchtbringer. Das ist die Waffe, die wir gerade ausgerüstet haben. Immer noch den Hassbringer, Siegbringer. Breitschwert, sogar mit 55 Schaden. Das ist besser als der Götterhammer. Und das sieht so aus, als wäre das die beste Waffe, die er momentan im Angebot hat. Aber ich möchte mir dann nochmal im neuen Lager die Waffen anschauen, wobei ich vermute, dass das Breitschwert die beste Waffe sein wird. Aber wenn wir zurück zum Orkfriedhof wollen, vom neuen Lager aus, dann werden wir sowieso hier vorbeikommen. Von daher ist das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir mal die Magier auf, können dann bei Raven nochmal einen Zwischenbericht abliefern. Jetzt von wegen, ja, wir haben der Zeremonie beigewohnt, Folgendes ist passiert. Iberion ist irgendwie bewusstlos. Und die Sektenspinner, wie sie hier bezeichnet werden, machen das und das. Gehen jetzt da auf Suche. Wahrscheinlich sagt Raven uns dann einfach, ja, hier, komm, mach weiter. Guck dir das weiter an, aber man weiß ja nie. So, ja, ich komm, dann erstatten wir auch direkt Raven als allererstes Bericht. Ich speichere lieber nochmal, nicht, dass ich irgendwie wieder hier, na, wie heißt er, dem Erzbaron Gomez. Nicht, dass ich wieder Gomez auf die Füße trete und er mich umbringt oder so. Einfach weil... Was machst du denn da hier für Übungen? Das ist irgendwie jetzt so ein neuer Trend hier. Auf dem Kessel stehen und kochen, um irgendwelche Muskeln zu stärken oder so. Naja, hinterfrage ich mal nicht weiter. So, Gomez. Ich möchte eher zu Raven. Wo ist der denn? Ach, der ist wieder früh morgens und der hängt irgendwo anders rum, ha? Kann ich jetzt eigentlich, ohne dass die Leute sich beschweren, hier hochgehen und dann in die Räume gucken? Da hatte ich doch noch nicht alle ausgeräumt, oder? Und wo zur Hölle ist Raven? Wo ist der? Moment, ich probiere jetzt erstmal aus, ob ich hier rein darf. Okay, beschwert sich niemand. Na, du schläfst, okay. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was ich hier alles schon ausgeräumt habe und was nicht. Aber irgendwo muss doch Raven rumhängen. Da ist er doch. Hallo. Schön, dass es dich nicht stört, dass ich einfach reinkomme. Hallo. Du hast wahrscheinlich Angst vor mir, hä? Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut. Ich bin gern gut informiert. Die große Beschwörung hat stattgefunden. Du hast deine Sache gut gemacht. Dankeschön. Ach, das war's. Okay. Tja,
dann könnten wir uns jetzt eigentlich zurücklehnen und hier quasi unser Dasein als Feuermagier genießen, aber wir wollen natürlich den Leuten aus dem Sumpflager noch ein bisschen helfen. Und irgendwie ist es ja auch spannend zu wissen, was es jetzt genau damit auf sich hat. Außerdem wollen wir hier aus der Kolonie entkommen. Und wenn der Schläfer dann eine Lösung hat, dann warum denn nicht? Magie zu Ehren. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So. Hast du schöne neue Runen im Angebot? Du hast schöne Geschwindigkeitstränke hier. Tränke der Schnelligkeit sogar. Vielleicht hole ich mir da welche. Harnisch-Amulett. Aha. Ich finde schade, dass es, dass wir kein Amulett haben, das Stärke-Bonus gibt. Weil dann könnte ich die Ringe ablegen und dafür so einen Ring der Unbezwingbarkeit nehmen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. So, Feuersturm, oh, Kreis 4. Ah, das sieht aber jetzt mal nach einem guten Zauber aus. Ich meine, guckt euch das mal an. Mana kostet maximal 10 und Feuerschaden pro Mana 50. Das heißt, wir kommen auf 500 Schaden damit. Dagegen ist der Feuerball ja nichts. Also die wird auf jeden Fall schon mal gekauft. Auch wenn wir sie noch nicht benutzen können. So, jede Menge Feuerpfeilrunen, nochmal Feuersturm. Ja gut, der Rest ist jetzt nicht so spannend. Dann packe ich mir noch der vierte Kreis der Magie. Denn das müssen wir jetzt demnächst irgendwann mal lernen. Wobei ich glaube, ich habe dafür noch nicht genug Lernpunkte. Jetzt dauert das wieder, bis ich das ganze Erz da drüben habe. Ein einfacher Knopf für Ausgleich, Erzausgleich, wäre prima gewesen. Naja, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich auch nicht beschwören. Ich beschwöre mich jetzt nach da drüben hin oder so. Nein, ich möchte mich nicht beschweren. Am Ende klinge ich noch wie Talas. So, hier, bitteschön. Boah, wie das Erz schrumpft. Wie viel hatten wir? 7.000, 8.000, 9.000? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wir kriegen schon mehr. So, der vierte Kreis der Magie. Dann gucken wir uns doch mal was an, was da drin steht. Wir haben noch gar nicht alle Zauber des dritten Kreises, oder? Moment, ich möchte mal eben die anderen Bücher angucken. Der erste Kreis, Licht haben wir, Eispfeil haben wir noch nicht, Feuerpfeil haben wir. Aber wir waren ja auch noch nicht bei den Wassermagiern, seitdem wir Magie beherrschen. Und deswegen ist es klar. Zweiter Kreis, Heilung, ja, den haben wir. Dritter Kreis, Feuerball, Eisblock und Kugelblitz, die fehlen uns noch. Ich schätze mal, die Zauber des Schläfers sind hier gar nicht erst aufgelistet, denn das ist ja relativ neue Magie. Die existiert ja nur hier im Lager und das ist kein Wunder. Hier in der Kolonie, nicht hier im Lager. Und da ist es ja kein Wunder, dass das nicht in den Büchern aufgelistet ist. Der vierte Kreis. Die Magie der Teleportation. Das klingt doch spannend. Das Besondere an diesen magischen Formeln ist, dass sie, obwohl als Runen geschaffen, von jedem, der magische Energie in sich trägt, gesprochen werden können. Die Magie, die diese Formeln umgibt, kann sofort aktiviert werden. Es gibt keine Einschränkung für Teleportationszauber. Das klingt doch schon mal spannend. Ich frage mich nur, warum das jetzt dann im Buch zum vierten Kreis aufgelistet ist. Aber gut. Feuersturm. Ähnlich dem Feuerball wirkt dieser Zauber auf einen Gegner, springt von dort aus jedoch auf weitere Gegner über. Aufladbarer Zauber. Das klingt verdammt gut. Mana kosten 10. So, dann haben wir noch den Blitz. Der Zauber springt auf mehrere Opfer über. Die Kraft des Blitzes ist schwer zu kontrollieren, sodass der Magier selbst Opfer werden kann. Mana kosten 25. Oha. Das klingt nach einem witzigen Zauber, auch wenn wir da aufpassen müssen. Untote vernichten. Die Geschöpfe der Finsternis werden mit diesem Zauber verbannt. Mana kosten 5. Ja, Untote vernichten hat das Potenzial, ein sehr, sehr nützlicher Zauber zu werden. Aber nun gut. Ich möchte mal schauen, ob wir die hohe Robe des Feuers tragen darf. Meister. Jawohl. Ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Die Zeit ist gekommen. Du bist würdig, die hohe Robe des Feuers zu tragen. Wir haben zwar nicht wirklich irgendwas gemacht, aber gut. Jetzt haben wir die gleiche Robe, die Choristo trägt. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht mal hübscher als die, oder schicker als die normale. Also die normale finde ich eigentlich besser. Aber ich schätze mal, die hohe Robe des Feuers, die hat wesentlich bessere Verteidigungswerte. Schauen wir uns das doch mal an.
Rüstungen. So, die alte hat Schutz vor Waffen 40, vor Pfeilen 5, Feuer 25, Schutz vor Magie 5. Oh ja. Also Schutz vor Pfeilen ändert sich nicht, aber Schutz vor Waffen haben wir 10 mehr, jetzt 50. Schutz vor Feuer 5 mehr auf 30 und Schutz vor Magie auch nochmal 5 mehr auf 10. Klingt doch gar nicht mal so schlecht, vor allem Schutz vor Waffen 50. Ich glaube mal, die schwarzen Goblins können uns jetzt überhaupt nichts mehr anhaben. Das ist doch ganz gut, dass wir diese Robe jetzt haben. Und unser Erz ist jetzt auf einen winzigen, naja, winzig, 3800 ist immer noch richtig viel. Aber ist schon ordentlich zusammengeschrumpft. Aber naja, es lohnt sich auch dafür. So. Achso, wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich? 20. Ah, es fehlen noch 5. Und vor allem, es fehlt uns überhaupt nicht so viel Erfahrung. 49.400, es fehlen gerade mal 3.000. 3.090. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo wir die herkriegen sollten. Also eventuell im Wald, da waren ja noch ein paar Wölfe und so. In dem Stück. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ah, das ist ärgerlich. Naja, wie auch immer, ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch auf den Weg ins neue Lager. Dafür trinke ich einmal so einen tollen Trank der Schnelligkeit. Jetzt noch neue zu kaufen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Die möchte ich zwar erstmal behalten. Und dann gehen wir jetzt schauen, ob wir im neuen Lager noch eine bessere Waffe finden. Wobei, da weiß ich jetzt gar nicht, mit wem ich da reden muss. Ich habe die Händler im neuen Lager also gerade überhaupt nicht in Erinnerung. Also bis halt, wir können natürlich mit, wie heißt der? Der Wassermagier, der unten beim Erzhaufen rumläuft, mit dem wir auch schon geredet haben. Kronos, genau. Wir können mit Kronos reden, der hat sicherlich einige Runen für uns im Angebot, die interessant sein dürften. Also wir haben ja schon ein bisschen was gelesen hier mit Eispfeil, Blitz, Eisblock, Kugelblitz. Gab es Kugelblitz auch? Ich bin mir nicht sicher. Werden wir dann ja sehen. Auf jeden Fall, davon hätte ich gerne was. Vielleicht ist da ja was Schönes dabei. Vielleicht auch schon für den dritten Kreis, das wir dann jetzt nutzen können. Und ansonsten, ja. Ansonsten gibt es da momentan auch nicht wirklich was Interessantes. Ich meine, wir gehören dem Lager halt nicht an. Wir sind jetzt hier ein hoher Magier des Feuers, was ich tatsächlich ein wenig witzig finde, denn wir sind noch gar nicht so lange im alten Lager, wir sind noch überhaupt nicht so lange in der Kolonie und wir sind noch erst recht nicht lange bei den Feuermagiern und ich finde das, was wir jetzt zwischen Feuermagier werden und in der Lage sein, die hohe Robe des Feuers zu tragen, oder es sind noch Blutfliegen, was wir da getan haben, war jetzt irgendwie nicht besonders. Ich meine, was haben wir gemacht? Wir haben die Eier gebracht, dann haben wir den Almanach geholt. Wir haben dem Ritual beigewohnt, das war es ja eigentlich schon. Na, es ist immer noch viel zu viel Erfahrung. Deswegen, also ich will mich nicht beschweren, ich habe bessere Rüstung, ist immer cool. Ja, da hat der Trank aufgehört, schade. Aber gut, es sind noch mehr Viecher, die ich jetzt bekämpfen kann. Dann mache ich das nochmal eben. Dann haben wir wenigstens auch noch ein bisschen Action hier in dieser Folge. Und kriegen auch noch ein bisschen was an Erz wieder rein. Das hier noch gar nicht angeguckt, ja? Das finde ich spannend. Ich dachte, das hätte ich alles schon gemacht. Aber dann ist ja okay. Machen wir die Folge ein bisschen länger. Ich meine, das wird euch sicherlich auch freuen. Bei der Häufigkeit, wie die Folgen momentan nur kommen. Aber ich freue mich schon auf die beste Waffe. Dann können wir die Varana auch mit einem Schlag erledigen. So. Ist da hinten irgendwas? Sieht gerade nicht so aus. Na gut. Nehmen wir uns erstmal die Scavenger hier vor. Oh, da sind jetzt auch irgendwelche Pilze und Früchte. Da kann ich einmal die Telekinese-Zauber ausprobieren. Nachdem ich die Scavenger ausgenommen habe, natürlich. Also eigentlich ist das jetzt auch Verschwendung, hier den Telekinese-Zauber anzuwenden. Aber ich möchte ihn ja gerne mal ausprobieren. So. Wo haben wir denn die Magie? Da. Ach, Feuersturm. Es fehlt leider eine magische Stufe. Das ist doof. Telekinese.
auf der 6. So, genau, wir können jetzt hier die Sachen anvisieren. Und der Höllenpilz schwebt zu uns hin. Das ist cool, das gefällt mir. Jetzt braucht halt die ganze Zeit Mana. Okay, ich halte den Zauber nicht mehr aufrecht. Also ihr seht, ich verbrauche auch keinen Mana. Aber der Pilz schwebt trotzdem so vor sich hin. Witzig. Ja gut, vielleicht finden wir dafür durchaus noch eine Anwendungsmöglichkeit. Ich frage mich, ob sich die Leute beschweren, wenn wir mit Telekinese irgendwas aus der Hütte raustransportieren. Naja. Egal. Ups. Nein, du sollst nicht ins Wasser. Du sollst da auf die Plattform. Typ, ey. Komm jetzt. Erstmal wieder hier ins Trockene. Och Mann. So. Na, jetzt kommt der da nicht hoch. Ich wollte schon sagen hier. Das geht aber nicht. So. Fackel. Sind hier irgendwelche aufgegebenen Häuser am See. Vielleicht gab es hier mal Fischer. Aber irgendwann war dann der Fischvorrat verbraucht. Ich meine, ist ja nur ein kleiner Tümpel. Und dann wurden die verlassen oder so. Ist sogar eins halb untergegangen. Naja, passiert. So, da hinten haben wir noch eine kleine Höhle. Da möchte ich einmal reingehen. Hallo. Wer seid ihr denn? Was zum Teufel machst du hier? Ich guck mir die Höhle einfach an. Ja, erstmal mich angreifen. Ist klar. Das sehen wir gerne. Der hat genug. Vor allem nur 80 XP. Ist ja nix. Ist ja überhaupt nichts. So, ist alles meins. Verpiss dich. Ja, mache ich. Ich möchte nur erstmal gucken, was ihr noch habt. Den Trank nehme ich zum Beispiel mit. So, ist jetzt meins. Ansonsten ist ja auch nichts Interessantes. Ja, die Leute sind für uns eigentlich auch nicht besonders interessant. Das wird dir noch leid tun. Willst du wieder Ärger? Was zum Teufel machst du hier? Hast du noch nicht genug? Die Waffe weg! Ich gehe ja schon. Du hast echt noch nicht genug, hä? Nee, komm. Das machen wir jetzt auch mit Fäusten. Ist fair zu halten, aber du hast sowieso keine Lebensenergie. Ja, also wie gesagt, für uns sind die eigentlich vollkommen uninteressant. Die sind wichtig für eine Quest, wenn man sich dem Sumpflager anschließt. Und zwar soll man dann die Krautmischer hier vom neuen Lager erledigen, weil halt das Sumpflager da ein Monopol drauf haben möchte. Das ist, glaube ich, eine Quest, die man für Korkalon erledigt. Aber für alle anderen Lager bleibt uns diese Quest leider versperrt. Deswegen können wir das vergessen, die zu machen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir lassen die einfach weiter mischen und gut ist. Ich glaube, man kann sich dann sogar entscheiden, ob man die wirklich erledigen möchte oder ob man denen sagt, hier, die Leute aus dem Sumpflager sind euch auf den Fersen, geht mal besser weg und dann kann man die irgendwie wegschicken oder so. Eine Höhle mit Trinkloch. Auch nicht schlecht. So, wie was sagt unsere XP? 2000 XP sind es immer noch, ja. Ja, wir würden noch ein, zwei Orte einfallen, wo wir theoretisch noch ein paar Monster erledigen könnten. Aber ich glaube, wir kommen auch erstmal ohne Feuersturm klar. Es ist natürlich ärgerlich, dass uns da wirklich 5 Lernpunkte fehlen und es eigentlich auch gar nicht so viel Erfahrung ist, die da fehlt. Aber was will man machen? Ist jetzt nicht so schlimm. Wir können uns auch so ganz gut wehren. Ich muss mal eben gucken, wie lange ich jetzt eigentlich schon spiele. Ui. Ja. Sieht so aus, als wäre ich jetzt schon fast 40 Minuten dabei. Ja, wir gehen noch zu Kronos und gucken mal an, was der im Angebot hat und schauen uns an, ob wir hier noch eine vernünftige Waffe finden. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für die Folge. Reicht dann. Und dann werde ich einfach bis zur nächsten Folge mir die Waffe holen, die hier am besten ist. Also falls das Breitschwert aus dem alten Lager ist, dann hole ich mir das. Und dann gehe ich schon mal zum Orkfriedhof und dann können wir dann beim nächsten Mal
einfach reingehen. Und dann gibt es dann wieder ein bisschen mehr Action. Die Story geht weiter. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Ja, ich bin viel zu langsam. Aber jetzt nochmal einen Trank der Schnelligkeit zu nehmen, das wäre Verschwendung. So, ich gucke erstmal schnell, welcher Händler mir... Ich speichere mal kurz. Denn ich schaue mir auch das Let's Play von der Madame Bernstein an. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber sie ist hier in diesen Kessel rangegangen. Ich kann sogar drauf gehen. Und der Kessel hat sie irgendwie verschluckt. Sie ist in die Tiefen unter dem Level gefallen. Und ist dann natürlich draufgegangen. Und das möchte ich gerne vermeiden. Sharky, du hast, glaube ich, Sachen verkauft, oder? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ach, so viel Erz. Ja, sieht auch so aus, als hättest du jede Menge Waffen. Götterhammer. Okay, deine stärkste Waffe ist auch der Götterhammer. Das heißt, die beste Waffe, die wir momentan kriegen können, ist das Breitschwert. Dann werde ich mir das demnächst holen. So, Kronos. Hallo. Nein. Hier, ich bin so auch so ein Magier. Hast du nicht irgendwie schöne Sachen für mich? Magie zu Ehren. Oh, er grüßt mich sogar damit. Das finde ich sehr schön, dass er darauf reagiert. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, was ist überhaupt noch so? Kreise, Lehren der Götter haben wir schon gelesen. Übersicht, neues Lager brauchen wir nicht. Okay. Was hast du denn noch? Ring der Stärke. Stärkebonus 10. Was machen denn unsere? Amulett der Kraft, Stärkebonus 10. Da kann ich mir den Ring der Unbezwingbarkeit holen. Ich halte mich da lieber raus. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Hm. Hör nicht mehr auf das Gefasel. Na gut. Gucken wir uns erstmal die Runen an. Was haben wir denn? Eispfeil. Kreis 1, Mana-Kosten 1, Magieschaden 20. Sogar noch schwächer als der Eispfeil. Aber egal. Ich möchte es alles einmal ausprobieren. Schwächer als der Feuerpfeil. Schwächer als der Feuerpfeil, meine ich natürlich. So. Kugelblitz. Mana-Kosten maximal 5, Magieschaden pro Mana 20. Ja, es ist auch wieder eine schwächere Version des Feuerballs, ha? Eisblock. Mana kosten 3, Schaden 50. Aber wenn wir damit Leute einfrieren können, wäre das natürlich schon witzig. Oh weh. Unser ganzes Erz schwindet. Also jetzt haben wir... Danach haben wir wirklich nicht mehr viel übrig. Müssen wir nochmal auf Raubzug gehen oder halt doch das ganze Fleisch verkaufen. Kann schon sein. So, aber erstmal haben wir das ja hier. Ich denke mal, wir werden auch noch irgendwie an Erz kommen. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Oder sollte nicht so das Problem sein. Denke ich mal. Wobei, wenn wir dann später noch Runen holen. Aber eigentlich haben wir ja jetzt alles, was aufgelistet wurde, oder? Ich muss mal gucken, was für Kreise diese Runen haben. 3, 3, 1. Ja gut, das können wir sowieso schon alles benutzen. Dann gib mal her. So. So. Und ich würde sagen, wir probieren die Runen dann beim nächsten Mal aus. Vielleicht an irgendwelchen Orks. Das werden wir dann mal sehen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wie gesagt, beim Orkfriedhof. Und bis dahin, macht's gut.